Jetzt weiß ich, man kann niemals eine Tresors verbinden. Man braucht Tage und Nacht. Eine 5 Tage haben wir gebraucht. Tamam. Und eine Ansage an diese Filme, was sie machen, wie die Tresor überfallen und so. Wallah, normalerweise keine Chance. Also, man braucht Scheiße. Es war ein Fehler, diesen Live zu betreten. Ibo, du musst. Oder Ibo. Ja. Zum Beispiel du, ne? Wenn du rausgehst und so, ne? Weil man kennt dich nicht nur von TikTok, man kennt dich auch von Clan-Bossen und so. Wollen Leute Bilder mit dir? Was machen die Leute, wenn die dich sehen? Was wollen die Leute mit ihm? Bilder? Ja, Fotos. Heute in Antalya habe ich auch über 10 Leute mit Bilder gemacht. Ja, egal, wo weit ich gehe, jeder will mit Ibo sitzen und Bild machen. Warum? Weil sie haben gesehen, dass ich besser als du bin. 22. Dezember wäre ich besser, da schauen wir. Ich weiß, unsere beide Mutter wird live gucken, aber deine Mutter wird weinen. Eine von uns beiden wird weinen, aber man weiß nicht welche. Ich sag dir, deine Mutter wird weinen. Wenn ich nicht in die Beine legen will. Leute, das ist meine letzte Runde. Ich bin müde, ich gehe gleich raus. Nein, Bruder, wir machen noch. Ja, ich küsse eure Herzen. Macht das Beste draus aus dem Stream. Ich bin wirklich müde, ja. Ich bin ein bisschen krank und so. Inshallah. Geh kalt duschen, du bist frisch. Vertrau mir. Inshallah, danke. Geht's mich auch so, mein Bruder. Danke. Lass uns beide alleine. Ich geh auf, ja, meine Brüder. Passt auf euch auf. Inshallah. Maleno. Ciao. Salam alaikum. Ibo, im Endeffekt. Ja, ja. Du und ich bleiben hier. Ja, Wallah. Wir bleiben und machen weiter. Weil Ende wird nein, wie findest du diesen Isa und diesen Hanjabi? Wie findest du die beiden? Weil du bist ehrlich. Wallah, ich sag dir ehrlich, Isa, Anfang an ein bisschen hat er gebellt, aber später hat er sich geändert, hat er gemerkt. Und Hoja ist einfach, egal was ich sage, der sagt, ja, du hast recht. Warum? Weil der Angst hat, weil er hat verstanden, wenn ein Auftrag kommt, wird er nicht. Alter, wir gucken nicht auf Hoja, wir gucken auf diese Dings. Was zählt ist das in der Woche? Als ob ein Hojabi dir sagt, bei alles dir, weil er Angst hat. Danach, deswegen, du kannst dich nicht ändern, zieh bitte das raus, was du anhast. Komm, lass uns weiter Maskara machen. Junge, ich versuche mich zu ändern, bitte, lass mich. Allah, dieser Airi, der lügt gerade, der will nur eine Woche so machen und nächste Woche ist er ganz normal. Er kann nicht. Du kannst die Leute nicht einfach gerade, was habe ich über Rapper gesagt? Die bleiben so. Du kannst dich nicht einfach jetzt einmal sagen, ich ändere mich und denkst, das ist das falsche Konzept, gerade was du machst. Okay, was ist ein gutes Konzept für dich in deinen Augen? Ja, mit Islam kannst du kein Konzept machen, Bruder. Ich will dir eins sagen, im Leben, dass du für deinen Kopf ziehst. Aber was bedeutet Konzept? Konzept ist, du machst eine Woche, 2 Euro so und danach änderst du dich wieder. Du meinst Content? Ja? Content meinst du, nicht Konzept? Ja, Content. Aber ist das ehrlich nicht so? Naja, also mit sag Wahrheit. Sogar innen, jetzt gerade, wenn ich deine Augen angucke, du willst doch nur ein bisschen den Menschen, dass sie sich ein bisschen anders aussehen kennen. Stimmt oder nicht? Nein, ich will wirklich Islam ein bisschen nähern und so. Ne? Ich will. Wallah, ich sehe nicht in deinen Augen, das. Okay, was siehst du in meinen Augen gerade? Ich sehe in deinen Augen, du machst nur 1-2 Wochen so und danach. Du änderst den. Aber man macht dich nicht mit. Ibo, wenn ich mich ändere irgendwann zurück. Sag Gott sei Dank, ich bin nicht mehr der Alte, so wie wenn ich 18 war. Welcher Alte, wo ich 18 war, ich hätte dir was reingebracht. Ich sag dir ehrlich, wenn du dich änderst, nicht direkt mit sowas, du kannst mal die Menschen, die du geschadet hast, erstmal zu ihm gehst, vor seine Tür und dich vor ihm, vor seiner Familie entschuldigen. Das ist, dann weiß ich, dass du gerade bist. Aber nicht hier im Fernsehen kommen, ich will mich ändern, nein. Beispiel, du hast meine Familie geschadet, du hast wegen dir viele Leute, mein Vater, Mutter, Frau, Kinder, wegen dir. Du musst das rechnen. Das ist wichtiger, gerade was du machst. Das ist dir beste Konzept.
Hast du mich verstanden? Ja, Wallah, diese Konzepte hast du recht. Guck mal, du warst zu Hause, du redest mehr. Kann man jeden Tag Nudeln essen oder kann man jeden Tag Dings essen? Ich habe von Seite irgendwo ein Disk gekriegt. Weißt du noch? Bruder, am Ende, du hast mir ehrlich, du bist der Einzige, der mir meist geschadet hat. Aber wir haben auch meistens, die Leute haben nicht verstanden, dass wir Spaß machen. Und Beispiel wegen deinem Wort, diese Göttibo, ich habe viele Leute, Mutter, Schwester, Familie auseinandergenommen. Oder ich bin dir ehrlich, Ibo, natürlich, ich habe dir wirklich ein bisschen geschadet und so, ne? Und inshallah, irgendwann verzeihst du mir für das, was ich dir angetan habe, weil ich bin der, der angefangen hat. Aber trotzdem habe ich meinen Fehler eingesehen und ich weiß, was gut und was schlecht ist und ich habe aufgehört. Und ich wurde, um ehrlich zu sein, ne? Ich wurde auch viel gesteuert und so. Ich wurde viel gesteuert und so. Ich wollte niemals dich verletzen. Niemals im Leben. Das ist jetzt. Meine Kinder haben geweint. Meine kleinen Kinder haben sogar geweint. Der Jüngste wurde ehrlich gemobbt in Schule wegen dir. Guck mal, ein 20-Jähriger redet mit deinem Vater so und haben sich lustig gemacht. Im Endeffekt, du hast ehrlich Sachen gemacht. Man muss zugeben, heute sind wir auch in einer anderen Lage. Okay, wir sind jetzt gerade in eine andere Liga gekommen, aber wir haben die Leute auch erklärt. Deine Bruder, ich hätte dich gekriegt, Wallah, ich hätte dich auseinandergenommen. Ich hätte dir auf jeden Fall was geballert. Aber sag Alhamdulillah, dass du noch lebst. Wallah, ich hast recht. Aber, ich bin dir ehrlich, okay, ist meine Schuld. Aber was suchst du auf TikTok? Du hast immer noch nicht erzählt, du wolltest Sonntag jetzt sehen. Was suchst du auf TikTok? Aber du, was hast du wieder ausgesucht? Du hast wieder mit Yasser Abu Chaker unbedingt mit ihnen Match gemacht. Du bist nicht gekommen, tut mir leid, kann ich nicht mehr erzählen. Ich kann nicht mehr darüber reden. Warum? Weil du hast mich nie einmal zu mir zugehalten. Guck mal, alle verdienen ihre Kuchen, alles Dings. Kyotibo ist der Einzige, der hier leidet. Weil er beleidigt wird, geleitet und Dings. Manchmal gucke ich mir so an. Ja, ich bin auch ein Mensch, ja. Warum? Was wollt ihr denn von mir? Jeder, der TikTok reingekommen ist, normalerweise, wir müssen die Leute beleidigen mich. Und wenn ich jetzt Namen rechne, du weißt ja, alle, Yusuf, diese Miki, Ozan, ja, du hast alles noch bei mir reingekommen, die haben alles mich noch beleidigt. Und Wallah, viele haben mich sehr viel beleidigt. Aber was Ende schön ist, ich habe gekannt. Egal wer dich beleidigt hat, die kannten dich nicht. Und alle haben sich bei dir entschuldigt. Ja. Und alles. Am Ende, ich habe geschafft, was mein Ziel. Mein Ziel habe ich erreicht. Jetzt europaweit, Welt, jeder kennt Kyotibo. Und jeder macht seine Tür für Kyotibo auf. Oder Kyotibo, sein Herz ist sauber. Why? Eigentlich küsst dein Herz Ehrenmann. Im Endeffekt, irgendwann wird jemand dich einladen, irgendwann wird Tür aufgemacht, und genau bei dieser Tür wird dir was reingeballert, irgendwann. Was ist mit meiner Hochzeit? Komm, mein Hochzeit, komm so, dann ist. Bei mir kann man nicht ballern, ich ballern. Diese Eier hat man nicht hier. Vor mir kann man nicht stehen und mit diesen Zähnen. Weil ich nehme das von deiner Hand weg und gebe dir selber. Wallah krass, danke. Wallah krass. Wer? Bruder, sag mal, bei Schießen, ja? Ja. Kann ich jeder. Wallah kann ich jeder. Brauch mir. Wallah hast du recht. Wallah. Aha, links ist gerade drin. Ey, erzähl mal, was gibt Neues? Arjen, danke. Wallah, ich kann nicht mehr schlafen. Wir haben schon 4 Uhr. Ich muss. Boah, meine Rücken, Wallah, ich habe Schmerzen. Ich huste, ich habe Schmerzen. Wai, mein Bruder. HSV, Sport, Ehrenmann, Wallah. Arjen, danke. Alles zusammen. Was, alles mal 3? Oder? Ich liebe euer Herz, ja. Jeder der Rose schickt 17 Rosen, alles zusammen. Guck mal, wenn du willst, du kannst Kyotibo eine ganz andere Liga bringen, aber du willst nicht. Du nimmst lieber andere Leute an und gehst mit die live. Du brauchst die. Die Leute wollen mich und dich, sogar alle Leute wollen mich und dich sehen. Wallah, ja, hast du recht. Aber was machst du? Guck mal, heute hat Harun und sein Vater nochmal bei mir entschuldigt. Sein Vater hat gesagt,
Aber Ivo, die entschuldigen sich bei dir öfter als deren Dings da, Wallah. Wie oft entschuldigen sie sich? Wallah, ich hab noch nicht 7.000. Wallah, ich küsse euer Herz, ja. Ich schaffe gegen Barello nicht 17 Blumen, da überlegt euch mal. Wallah, weiter. Ihr Löwen! Eip, ja, aber egal, scheiß drauf. Wallah, Ibo. Wegen einer Rose habe ich verloren. Siehst du, das meine Warte, ich. ab, das wird hier. Nein, die Leute, siehst du, die Leute wollen nicht einfach. Die wollen nicht, dass du die bauen. Guck mal, wir sind 300 Leute drin. Ja, die könnten euch mal 17 Rosen schicken. Weißt du warum? Weil die nicht will. Aber Aber Kürtibo will das nicht. Er will nur Respekt. also du willst nur Respekt, ich juck nicht, ob die das schaffen oder nicht. Alhamdulillah, ich habe alles. Mann, ich habe 500.000 € in Türkei nochmal zwei Laden gekauft. Alhamdulillah, er sagt, Geld ist meine zweite Lage. Und was ist das Erste? Mal drei Leute, was ist das Erste? Diese Frau, vier, meine Ziele, vier Frauen heiraten. Aber schaffst du schon, ja? Weißt du, schaffe ich? Ja klar, Wallah. Nachdem du mir heute erzählt hast, wie gut du redest mit Frauen, Nein, romantisch, erotisch. ich habe das Wort mache ich nicht. Danke. Was? Herz. Was Guck machst mal, du? ich rede immer mit Respekt, glaub mir. Guck mal, viele erzählen auch, dass ich mit vielen Frauen. Ich habe schon alles erreicht. Oder, ich bin dir ehrlich, es war wirklich alles erreicht. Und wollen mal drei bei dir. Guck mal. Genau wie bei dir ohne mal drei. Ja, Wallahi, ich will auch deren Geschenke nicht. Ich will nur deren Respekt. Jawohl.